Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge Ender Lilies. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Stream-Aufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Ja, und das ist genau die Fähigkeit, die ich glaube ich auch meinte. Weil mit der, kommen wir jetzt ein bisschen mehr an Höhe gewinnen. Die wir geführt hier in den restlichen Gebiet alle brauchen. Oh, was? Was war das denn jetzt gerade? Nee, ups. Und zwar will ich dich haben. Ich will dich haben. Brauchte ich noch irgendwas? Muss ich gerade überlegen, warte mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, die zwei haben schon ausgereicht, um echt viel Distanz zu erreichen. Oder? Oder warte mal, oder hat der mir das sogar in der Luft, hat der mir so einen Dash in der Luft gegeben? Also einen. Ja, wobei das ist auch nicht schlecht. Ja, okay. Wird schon. Wird schon hinhauen. Hoffentlich. Warum können wir jetzt? Ach ja, stimmt, da unten können wir nicht hin, weil wir dünn waren. Jetzt müssen wir jetzt gucken. Ich meine eigentlich, dass du dort. Jetzt kommt der. Wie hat man das jetzt nochmal gemacht? Oh, ja, genau so. Oh, ups. Ja, so. So ungefähr hat man es gemacht, Nord. Ich glaube, du kannst auch. Oder? Ach, keine Ahnung. Wobei doch, ich glaube, du kommst sogar auch so hin. Oh. Sehr gut. Oh. Sehr gut. Das hier ist ja Tricksen angesagt. Nice. Psch. Das sind ja alles Tricks. Aber ich meine, man kam sogar auch irgendwie rüber. Also ohne, dass du das so komisch machen musstest. Ach, fuck. Ich will mal wissen, ob das ging. Warte mal. Ich glaube nicht, beim ersten Mal habe ich das auch so gemacht. Ach gut, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Also, komme ich schon. Du kannst zwar quasi von der Dings runter, aber du kannst, glaube ich, auch hier irgendwie. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie vermisse ich deine Fähigkeit in dem ganzen Ding. So, mal. Ich habe schon vergessen, dass ich Y drücken muss. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist so eins der Dinger, wo du wirklich ziemlich viele Fähigkeiten benutzen musst, um überhaupt ansatzweise an das Ding zu kommen. Okay, warum auch immer durfte ich jetzt nicht Y drücken? Aber wir haben es fast geschafft. Es ist möglich. Muss halt nur die richtige Reihenfolge von den Fähigkeiten wissen, weil die sich sonst, glaube ich, gegenseitig irgendwie blockieren. Das ist ganz komisch.
Aber wir haben es ja. So, wann kommen wir jetzt hier noch da oben? Hoffentlich. Und nicht. Hoffe, ich brauchte nur einen. Irgendein Item, wo ich springen kann. Nachher ist wieder irgend so ein Raum, den ich einfach überhaupt nicht gesehen habe. Das würde mich ja nicht wundern. Bei meinem 5 IQ Brain. So, jetzt mal, lass mal hier dem seinen Spaß machen. Ich glaube nämlich, dass du entweder hier hoch. Oder? Ja, sag mal. Ich sag's, wahrscheinlich kommst du noch nicht mal hin. Oder war das hier irgendwo? Ich hab doch keine Ahnung mehr. Wo war das Gebiet? Beziehungsweise der Bereich. Da muss ich hier wirklich einfach nur. Das kann auch sein, warte mal, dass ich hier. Immerhin ein Stück. Hä? Warte mal. Das kann aber auch nicht sein hier. Das sind die Schoße. Ach nee, warte mal. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, so manchmal wollen die Entwickler, dass man genau das macht. Aber manchmal, an manchen Stellen kann man sich schon so ein bisschen hochschummeln. Ich meine, du hast die Mittel dafür. Und nicht das ein bisschen hoch zu mogeln. Oder so. Warte mal, wo muss ich überhaupt lang? Muss er ja noch höher, oder nicht? Muss er hier hin? So. Was heißt? Also, was du bei Mario machen kannst, ist wirklich, das ist ja beyond even legal. Ja, was da teilweise Speedrunner hinbekommen, ist wirklich. Das ist illegal, ja. Warte mal, mach ich das jetzt am besten? Vom Tod ist nur einmal machen, was soll denn die Schose? So. Nein. Nee, jetzt hätte ich meinen Fish and Chips benutzen sollen. Ja, komm. Nice. Also wirklich, das so. Mit manchen Fähigkeiten, dass du dafür Sachen machen musst, ist schon ein bisschen frech. Wo bin ich überhaupt jetzt? Okay. Irgendwo in einem offenen Gebiet. Gefällt mir das? Soll mir das gefallen? Oh, erstmal, okay. Gib das mal wieder eine Steintafel. Dann wieder eine dicke Ader.
Wichtig, fehlen darf natürlich nicht nur Notiz. Irenes Notiz 3. Heute haben wir nur über sinnloses Zeug geredet. Könnte Versicht sein. Aber ich durfte dabei Flitias Lächeln zu sehen bekommen. Es fällt mir schwer zuzusehen, wie sie Tag für Tag weiter abgemagert. Aber ich habe mich gefreut, dass sie mich heute darum bat, aus dem zerbrochenen Magierstein ein Talisman herzustellen. Vielleicht kann ich ihr so behilflich sein. Du brauchst ja auch nach dem Boss die Fähigkeit, um die Tür aufzumachen. Jetzt frage ich mich, ob hier... Weil so ein bisschen geheim war der ja schon. Du konntest ja irgendwie, glaube ich, nicht runtersehen, ohne dass du die... Ohne zu stampfen, weil... Naja, mal gucken, wo wir hier landen. I have no memories of this place. Tiefster Abgrund. Hört sich jetzt aber nicht so dein Land an. Bin ich jetzt... Der unreine Nebel ist dicht hier und erstickt sich in eine Gebacht. Hier liegt ein gefährlicher Ort, der lange versiegelt wurde. Da will ich nicht hin. Unmöglich, die Viecher. Ah, Mensch. Verwitterter Halsschmuck. Oh. Shit, es gibt doch Lifesteal. Damn, fuck. Das habe ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Na gut. Stell einen Teil der maximalen LP wieder her, wenn du einen Gegner besiegst. Ein mysteriöser Halsschmuck, gefunden im unreinen Gebiet. Man sagt, der Hexer des alten Volks, die Hexer des alten Volks trugen ihn und beherrschten mit ihren antiken Flüchen die Welt. So, jetzt haben wir es auch hier alles. Wo ist es? Genau das. Oh. Na, das wollte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob der Special jetzt gerade nötig war, aber... Ah, aber hier. Mensch. Sieht doch nach einem Item aus. Der hier, Mann. Oh, kassiert der Typ. Hinter der Wand. Aua. Mal, was soll denn das jetzt? Geh doch mal weg. Aua. Hallo, was soll das? Alles zugemüllt mit Gegnern. Mehr HP. Also irgendwann ist die Leiste auch voll. Okay, hier kommen wir nur hoch. Wieder, wo geht's denn da lang? Oder ist hier... Wo kommen wir? Guck mal, ich hätte sogar einfach runterfallen können. Ohne... Ich dachte, ich brauche vielleicht eine andere Fähigkeit für, aber ich kann halt einfach hoch. Komme ich denn hier hin? Ich hätte einfach runterspringen können? Come on, ey. Wirklich Spiel. Wobei, nee, hätte ich nicht. Ich hätte die Wand nicht von der Seite kaputt machen können. Aber ich hätte wenigstens Item bekommen. Der Klassiker. Gehen wir ein bisschen tauchen. Ist auch okay. Aua. Guck mal, macht hier richtig einen Rückwärtssalto. Captain Tsubasa, Rückwärtssalto. Die Legende. Hä? Was? Hat nichts gemacht oder Hauptsache macht mir halb Schaden. Was ist denn das los? So. Oh, what? Also, sorry, aber was ist das denn für ein Versteck gewesen? Ich habe mich auch nur gerade gewundert, weil ich hängen geblieben bin irgendwo.
Holy shit, kriege ich 4 Schaden. What the fuck? Hab ich die Maske noch an? What the fuck? Das wird ja absolut grauenvoll. What the fuck? Warte mal. Der muss ja richtig durchtanken. Oh nein. Okay, hier ist nichts. Weiter. Okay, hier ist ein Item. Ah, guck mal, ich kann ja atmen. Mein Gott. Alter Schwede. Mich alles? Nee, noch nicht. Die Musik ist auch einladend. So, darf ich da unten verschnaufen? Aua, oh Gott, das ist jetzt. Okay, jetzt aber schnell. Nein, Mach keinen Scheiß. Okay, wir haben alles. Wie, jetzt noch in die Soße? Wie soll ich das überleben? Na, das ist ein Joke, oder? Oh boy. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so hilfreich. Warte mal, ich guck mal, was ich hier noch habe, was ich benutzen kann, um dieses Traumata da unten zu überleben. Ja, die Maske brauchen wir definitiv. Ich bezweifle, dass ich mit Schaden irgendwas damit ausrichten kann. Aber den kann ich rausnehmen. Das kann ich drin lassen. Viel weniger Schaden durch Angriffe. Ist ja kein Angriff. Erhöht Angriffsschaden, das auch nicht. Was haben wir denn Schönes? Gegner stellt. Ja, aber hier gibt es keine Gegner. Stimmt, guck mal, das haben wir auch sogar. Das Ritterschild wäre auch Lifesteal gewesen. Wusste ich gar nicht, what the fuck. Ich glaube, das bekommst du sogar relativ am Anfang. So viele Sachen, ich benutze sie nicht, aber. Naja. Hier, die Gebetsgeschwindigkeit wird schneller, das ist relativ sinnvoll für uns. Wenn wir da unten irgendwas ausrichten sollen oder überleben sollen. Ja. Das stimmt schon. Das hat meine Mutter mir auch immer gesagt, dass ich besonders bin. Besonders dumm. Das ist vielleicht auch sinnvoll, wenn wir da unten in der Lache da rumschwimmen dürfen. Was haben wir noch Schönes? Haben wir noch irgendwas? Nee. Ja, müssen wir mit dem auskommen, was wir hier haben. Ich finde es auch gut, wie auf der Map, die ich aufhabe, wo die ganzen Sachen nochmal gezeigt werden, auch steht in dem Bereich Equip all your prayer gear. Ja. Kann ich gut nachvollziehen hier. In dem Drecksladen. Zwei Heilungen haben wir noch. Ich will eigentlich gar nicht diesen Dash unter Wasser benutzen, weil ich glaube, dass es mich definitiv nicht schneller macht. Wahrscheinlich genauso wie mit dem Stampfer einen absoluten Ending-Lag haben. Oh, heilen wir mal hier. Sind wir mal vernünftig. Hier ist auch wieder alles zugemüllt, ne? Die wollen auch einfach einen Tod sehen. Auch geil, hier unten ist das gleiche Zeug. Oder bin ich jetzt blöd? Sieht doch fast genauso aus, diese rote Soße. Und warum ist die nicht so süffig? Naja. Unsterblichkeitsverträge. Antike Flüche mit Verwendung von Seelen waren Priesterinnen höchsten Ranges vorbehalten.
Krieger des alten Volks schlossen Verträge mit den Priesterinnen, durch welche sie ihnen ihre Seelen darboten und wurden dadurch zu körperlosen, unsterblichen Kreaturen. Die Vertragssiegel verblieben bei den Priesterinnen, welche diese an ihre Nachkommen vererbten, bis das Geblüt ihrer Familie ein Ende fand. Die Unsterblichkeit der Krieger bestand so lange, wie der Vertrag Gültigkeit hatte, wodurch sie für lange Zeit unsterblich blieben. Ja, genau. Beim Mapwechsel gab es einen Filter. Wahrscheinlich so ein Kohlefilter. Aber auch höchsten Ranges. Was? Reisen? Reisen will ich nicht. Warte mal. Lass mich mal bitte nicht reisen. Das ist ein Krieger des alten Volks, das von unsterblich verschlungen wurde. Mhm. Guess who this is? Wir sind die einzigen, die hier noch verbleiben. Die Unsterblichkeit eines Kriegers endet mit dem Tod seiner Priesterin. Die Priesterin, der mein Vertrag gilt, ist von... Mein Verstand verlässt mich und dann bleibt nur mein faulender Körper zurück. Ferlin, was wird aus Eldric? Aus Eldred. Punkt, Punkt, Punkt. Was wird aus unserem Volk, das im Krieg gefallen ist und alles verlor? Aus Hass und Unreinheit, welche ohne Läuterung zur endlosen Raserei wird. Ferrin, du bist der letzte unsterbliche Krieger. Eine neue Priesterin kann dein Vertragssiegel erben. Ich bitte dich, führe unseren Willen zu Ende. Tong, tong, tong. Beschütze letzte Priesterin und unser Volk. Was soll das heißen? Etwas weniger Feeling rein. Ich bin schon überfordert mit der Geschwindigkeit, die das Spiel da hinlegt, weißt du? Schon mal gesagt, für mich Legastheniker ist das hier absolut bescheuert. Das Geile ist, was lustig ist, wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass er das ist. Also hier unser Ruhe in Frieden, mein Freund. Eins verlor ich das Kind der Priesterin, das ich hätte beschützen sollen. Und wurde hier eingesperrt. Dann traf ich auf dich, die Erbin meiner Unsterblichkeitsvertrags. Zuerst wollte ich mich nur um dich kümmern. Um einen Weg zu finden, den Bann zu durchbrechen, der mir auferlegt wurde. Doch während unserer gemeinsamen Reise wurde mir etwas klar. Einst war es meine Pflicht, die Weißpriesterin zu beschützen. Also ist es auch meine Aufgabe, dich bis zum Ende zu begleiten. Du bist die letzte Hoffnung für das alte Volk. Lass uns die Quellpriesterin von ihrem Leid befreien. Das ist der letzte Wunsch des von Unsterblichkeit verschlungenen alten Volks. Ich bin überzeugt davon. Na klar, bist du das? Ey, wir haben alle Steintafeln. Let's fetz. Na klar. Wichtig herstellen. Wenn wir uns die Flüche des alten Volks in Erinnerung rufen können, dann können wir die wahre Kraft des Talismans wiederherstellen. Erlaube mir, die Schrift auf der Steintafel zu entziffern. Prächtiger Schatz der Behütung, schützt vor den Schmerzen der Läuterung. Der Talisman, der durch die entzifferte Inschrift der Steintafel gestärkt wurde und durch Fadens Magie eine neue Form angenommen hat. Ein Schatz des alten Volks, den Priesterinnen beschützen und die Schmerzen der Läuterung erträglicher zu machen.
Ich hoffe, es hat die Bürde der Erläuterung ein wenig mild. Es kann die Bildung. Mein Gott. So. Haben auch den Spaß. Das Geile ist, der Talisman ist tatsächlich sogar. Wie gesagt, der kann für ein alternatives Ende sorgen. Deswegen auch 0 Punkte. Weil wäre schon frech, wenn der irgendwie, keine Ahnung, 3 Punkte braucht. Genau. Auf jeden Fall hat der keine Bewandtnis, aber der ist halt, ne, für die Geschichte wichtig. Ja, was gehen wir denn? Was machen wir denn hier? Ich meine, wir werden wahrscheinlich vor dem Boss definitiv auch noch einen Savepoint finden, aber ne, man kann sich manchmal mental darauf vorbereiten. Also auf jeden Fall, ne, den Spaß. Schaden. Jeder mag Schaden. Wir könnten theoretisch die nehmen. Warte mal. Wie machen wir das dann am besten? Die mache ich mal raus. Schwimmgeschwindigkeit braucht keine Sau. Hatte ich hier nicht irgendwo. Das wäre auch eigentlich nice. Gebietsgeschwindigkeit wird erhöht. Ja. Machen wir es mal so. Ja. Hauptsache, wir kommen nochmal durch die Gebiete hier halbwegs durch. Ich meine, die Maske können wir später auch abgeben, weil. Also weglegen, weil die werden wir definitiv nicht mehr brauchen dann. Können wir noch irgendwas verstärken? Wir können definitiv die Waffe verstärken. Was habe ich denn noch, was ich verbessern kann und will? Ich glaube, der ist noch relativ nice. Holy shit, aber wie viele Punkte. Dann kriegen wir erstmal eine Auszeichnung. Abyssus. Will ich die aufwerten, ist die Frage. Die Bakterienmagie. Glaube ja. Es reicht nicht. Shit. Gibt's eigentlich hier irgendwas? Ich meine, potenziell muss es ja noch was geben. Warte mal. Momentchen mal. Gibt's eigentlich hier? Nichts. Okay. Sah nur so aus. Haha! Naja, gut. Hätten wir das auch? Hätte ich sogar noch aufwerten können, die Scheiße. Naja, gut. Hätte ich das gewusst. Runter in den Abgrund. In die Hölle. Das war eine weitere Folge Ender Lilies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in die anderen Projekte rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!